herzlich willkommen zu eurer Botschaft aus der Anderswelt. Ja, ich bin ein bisschen spät dran mit euch. Es tut mir auch sehr leid. Aber ich habe ja noch ein Leben in der Realität und ja, da ist was dazwischen gekommen. Ich konnte leider nicht für den Mittwoch schon drehen und daher machen wir das heute am Freitag. Aber ihr bekommt eure Botschaft natürlich trotzdem und wir fangen auch direkt an. Ihr lieben Löwen, welche Botschaft ist für euch bestimmt? Welche heilende Botschaft soll euch heute erreichen? Das ist für Seelenheilung. Hoffentlich hilft euch das ein bisschen, gibt euch ein bisschen Mut für die kommenden Wochen, für die kommenden Monate. So, wir schauen für den Löwen. Atmet mit mir ein bisschen, weil eure Energie ist ein bisschen durcheinander. Also atmet, zählt bis 4 und atmet aus, zählt bis 8. Also 4, 8. So. Noch einmal einatmen. Welche Botschaft? Danke. Seht ihr, wie das wirkt? Wir haben Alchemie, also es geht darum, Energien oder Situationen in deinem Leben zu formen, zu verändern, sie im Inneren zu verändern, sodass sie auch im Außen anders sind. Dabei kann es um selbst, ja, um Gedanken gehen, die du dir selbst sagst, vielleicht negative Glaubenssätze. Wir haben Have Faith, also habe Vertrauen, habe Glauben, glaube daran, dass es möglich ist, dass du etwas verändern kannst. Weil hier wird ja auf jeden Fall gesagt, es ist möglich. Wenn es eine Situation in deinem Leben gibt, in der du wenig Hoffnung hast, dass sie sich ändert, dann wollen dir das Jenseits, wollen dir deine Geistführer sagen, es ist jetzt möglich. Okay, das jetzt, das wurde mir gerade angesagt. Es ist jetzt möglich. Also jetzt ist der Zeitpunkt. Ich vermute, jetzt, wenn du das siehst beim Upload, dann ist das Oktober. Das heißt, jetzt gerade ist wirklich eine gute Zeit. Jetzt, wo der Schleier zwischen den Welten auch dünner wird, ist eine gute Zeit, um jetzt mit der Alchemie, ja, dass es wirksam wird. Es gibt vielleicht eine Situation in deinem Leben, die du schon versucht hast, wo du aber gescheitert bist. Und jetzt ist die Zeit, wo es funktionieren kann. Das kann vieles sein. Es kann, wenn du eine neue Liebe suchst, kann es sein, dass die nächste Person, die du kennenlernst, dass das gut funktioniert. Falls du dich selbstständig machen willst und du hast es schon versucht, aber es hat nicht geklappt, jetzt ist die Zeit. Oder es kann natürlich noch anderes, dass du ein Projekt machen willst, einen Umzug, einen Hauskauf, was auch immer. Also es kann sehr viel sein. Aber jetzt ist die Zeit, wo es möglich sein kann. So, wir schauen ein bisschen weiter für den Löwen. Enthülle, was sichtbar sein soll. Abnehmender Halbmond im Skorpion. Auch das ist eine Form der Alchemie, indem du das Innere nach außen kehrst. Wir haben Skorpion, es ist auch bald Skorpion-Saison, das dauert nicht mehr lange, also dass dann die Sonne im Skorpion steht. Und das ist auf jeden Fall eine sehr mystische Zeit. Also wahrscheinlich geht es hier um diese Zeit, die jetzt anbricht, bis
in die, also in Ende des, der Skorpionsaison. Das ist dann Ende, Moment, das ist bis Anfang Dezember, nein, das ist nicht wahr, bis Ende November, genau, bis, ich glaube, 20. November oder 21. November, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, das beginnt halt um den 21. Oktober und endet um den 21. November. Also hier ist es sehr stark, besonders wenn du das jetzt zu dieser Zeit guckst. Es ist ein ja, zeitloses Video, das bedeutet, du kannst das auch im Juli gucken oder im August, kein Problem, oder im Januar, egal. Und es wird für dich jetzt eine Zeit sein, in der du stark transformieren kannst, also auch dich selbst. Denn wir haben hier Enthülle, was sichtbar sein soll. Und das kann in der Außenwelt sein, es kann aber auch etwas sein, was in dir schlummert. Ja, also das kann ein Coming-out sein, das kann ein, ja, ein Traum sein, den du schon lange hast und dich nicht getraut hast, ihn zu verwirklichen. All das, was du inträgst und schon, ja, was... was brennt, was in dir brennt, das soll nach außen getragen werden. Dann haben wir den abnehmenden Halbmond in den Fischen. Rede weniger, empfinde mehr. Auch das ist natürlich eine Zeit, falls du, besonders falls du das jetzt nicht zu dieser Zeit schaust, das kann auch eine wichtige Zeit für dich sein, eben Fischesaison. Das ist auch Ende Februar, also ich glaube 22. Februar bis 20. März. Und ja, auch das kann eine sehr wichtige Zeit sein. Es kann auch sein, dass jetzt ab jetzt quasi eine sehr wichtige Zeit beginnt und die dann in den Fischen endet. Beispielsweise durch Eklipsen. Wir haben natürlich jetzt am 24. oder 25. Oktober ist jetzt eine Sonnenfinsternis und kurz danach ist aber auch eine Mondfinsternis im November irgendwann, Anfang November. Und das ist immer ein Anfang bzw. ein Ende. Es sind immer so Perioden, in denen sich sehr viel umstrukturiert. Und das kann für dich wichtig sein. Wenn ich es schaffe, werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Video zu der Eklipse machen oder zu den Eklipsen. Und dann kann es sein, dass das für dich dann auch nochmal interessant werden könnte. Also schau da rein. Es wird auch nach Sternzeichen gestaffelt. Ich gebe dann zu jedem Sternzeichen eine kurze Botschaft. Und das kann für dich sehr wichtig sein. Vielleicht gibt es da noch eine weitere Botschaft. Aber jetzt ist die Zeit, in der du dich oder dein Leben sehr stark transformieren kannst. Und wie gesagt, du musst Vertrauen haben. Denn das soll nach außen getragen werden. Es soll in die Verwirklichung kommen. Okay? Wir haben die Wahrheit. Truth. Und auch hier, sprich deine Wahrheit. Lass deine innere Wahrheit nach außen. Hier ist ja so ein Spiegel. Und das, was im Inneren, bei ihr inneres Licht, wird nach außen gespiegelt. Auch hier, dein... ja, dein Stichwort quasi, wenn du etwas gerne machen möchtest und du hattest nicht das Vertrauen, dass das wahr werden kann, dein Traum, dann ist das jetzt dein Zeichen. Es kann wahr werden. Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass es wahr werden kann. Und es sind zwei Karten noch rausgefallen. Wir haben Heilung und Freundschaft. Also auch hier, deine Freunde sind für dich da. Du kannst eventuell sogar neue Freunde finden, einen neuen Zirkel. Hier ist ein Hexenzirkel auch dargestellt, aber das kann natürlich auch ein normaler Freundeszirkel sein. Ja? Also eine neue Art von Mensch, mit dem du vorher nicht in Kontakt gekommen bist. Aber jetzt öffnet sich hier ein Weg, um diese Personen kennenzulernen. Und dieser Weg führt in die Heilung, also umgib dich mit Menschen, ja, also besonders, wenn du vielleicht ein Stück des Weges allein gegangen bist, jetzt ist die Zeit auch wieder, dich anderen zu öffnen, dein Herz zu öffnen. Und wir haben hier zweimal, ne? Obwohl das ist eher das
das Sonnengeflecht hier, wo das Licht scheint, das ist ja dein Chakra, ne? Du regierst die Sonne, beziehungsweise die Sonne regiert dich und das Sonnengeflecht wird von Löwe repräsentiert. Und ja, jetzt ist halt wirklich die Zeit, dein Sonnengeflecht aufleben zu lassen, es aufleuchten zu lassen, dich zu trauen. Jetzt ist die Zeit da. Die Zeit ist reif. Dann schauen wir nochmal in die Tarotkarten. Wir haben die drei Schwerter. Jetzt weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich so rum rausgekommen. Also auf dem Kopf stehend. Was sehr gut ist. Denn die drei der Schwerter ist ja eher Trauer, Verletzung. Und das kannst du jetzt überwinden. Also loslassen. Du kannst eben auch ja, Alchemie innerhalb deines Körpers betreiben, innerhalb deiner Seele. Dinge, die du nicht loslassen konntest, kannst du jetzt plötzlich loslassen, weil die Zeit reif ist. Selbst wenn du diese Dinge lange mit dir rumgeschleppt hast. Siehst du, es kommt Besuch. Heute oder morgen wird sich Besuch ankündigen bei dir, okay? So, wir haben den Page der Kelche. Vielleicht sind das sogar hier die neuen Freunde. Vielleicht hast du die schon kennengelernt. Page der Kelche. Oh, es könnte, falls du im gebärfähigen oder zeugungsfähigen Alter bist, es kann tatsächlich sein, dass du schwanger werden könntest oder ein Kind zeugen könntest. Also falls du das nicht möchtest, dann sei vorsichtig. Wir haben zwei Pagen und Pagen sind Kinder. Also vielleicht hast du auch schon Kinder. Dann kann es sein, dass du die Beziehung mit deinen Kindern transformierst. Okay, falls es da Probleme geben sollte, auch hier könnt ihr alles transformieren. Oh, ich dachte gerade, es wäre eine Karte gefallen. Ist es gar nicht. Ja, manchmal hat man so komische. Also es ist auf jeden Fall ein Neuanfang auf der Seelenebene, aber auch auf der Realitätsebene. Dann haben wir den König der Kelche. Solltest du auf Partnersuche sein, auch hier gilt es, dein Herz öffnet sich, ja, auch, ne? Das würde auch gut hierzu passen. Wir haben natürlich auch genau den König der Kelche auf der Karte der Fische. Also vielleicht lernst du jemanden kennen, der Fisch vom Sternzeichen ist oder Fische besonders prominent in seinem Geburtshoroskop hat, also zum Beispiel Aszendent Fisch ist oder Mond in den Fischen hat. Und ja, ist natürlich diese Empfindung, vielleicht bricht diese Person einfach in dein Herz hinein und rührt einfach Gefühle, die du vielleicht schon lange nicht mehr gefühlt hast. Ja. Wir haben den Narren, also ein Neuanfang, absolut. Du kannst mit dieser Person einen Neuanfang starten. Du kannst aber auch selber, wenn das jetzt überhaupt nicht dein Ding ist, du kannst selbst auch einen Neuanfang starten. Es geht hier um den Schritt ins Ungewisse. Ja, du musst ein bisschen Mut aufbringen. Das denke ich schon, das sehe ich schon. Und wichtig ist, dass du dich hin und wieder auch ausruhst. Das ist vielleicht in letzter Zeit ein bisschen zu kurz gekommen, dass du sehr viel gearbeitet hast, wenig Spiel, wenig Spaß und wenig Ruhe. Das soll jetzt geändert werden. Das heißt, du sollst wieder mehr in die Freude, mehr ins Glücklichsein und mehr in die Ruhe kommen. Und ja, jetzt ist die Zeit für dich, in der du das schaffen kannst. Liebe Löwen, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, einen lieben Kommentar, sehr wichtig, und ein Abo, sodass ihr nichts mehr verpasst. All das, das hilft mir so sehr, dass dieser Kanal wächst. Und ich danke euch auch, dass ihr das tut. Falls ihr darüber hinaus mich noch unterstützen möchtet, könnt ihr das tun, nämlich mit einem Super Thanks, das ist das kleine Herz unter diesem Video. Ihr könnt mir einen Kaffee bei Ko-fi ausgeben oder ein Deck
ein Kartendeck bei Amazon mir zukommen lassen. Die Links findet ihr natürlich in der Infobox. Und ich möchte auch nochmal ganz herzlich Danke sagen für diejenigen, die schon etwas gespendet haben. Danke, 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 ihr Lieben. Ihr wisst nicht, was mir das bedeutet momentan. Und ja, ein liebes, liebes Dankeschön. Ich danke euch von Herzen. Und ich danke euch auch, dass ihr eure Zeit heute mit mir verbracht habt. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.